Moin moin, mein Name ist Hendrik der Löwe und willkommen zurück zu Battlefleet Gothic Armada. Seit ein paar Tagen ist schon ein neues DLC draußen, die Chaos-Kampagne. Und in der schnuppern wir doch jetzt mal rein. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt eine komplette Let's Play-Serie drüber mache oder einfach nur mal so 3-4 Folgen zeige. Schlacht von Cardia hatten wir, Imperium. Ich habe sie, glaube ich, Tyrannien habe ich verkackt. Und die Necrons und das Imperium habe ich damals nicht zu Ende gespielt. Das Chaos. Gabe des Chaos. Bücher für die Chaosgötter. Ja, ich würde sagen, machen wir mal Mittel und dann. Erlaubt Schnellreparaturen. Nein. Okay, wir bleiben beim Mittel. Und let's go. My name. What is my name? Of the Dark Gods. Mankind languishes in a tumultuous galaxy, its potential shackled by a corpse on a gilded throne. We must look to the past for our salvation. To the primal gods who shape all that is. Let there be war upon this false Imperium. Let the galaxy burn. Lass die Galaxie brennen, jawohl. Das war schon mal cool, fand ich. Schön heißer schwarzer Kaffee. Ladezeiten könnten sie noch ein bisschen anpassen können, aber naja. Ich bin mal gespannt, wie wir dann die Basen ausbauen oder weiß ich nicht, ob das Chaos so groß irgendwas aufbaut. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie alles kaputt machen oder so. Naja, gucken wir mal. Irgendwie müssen wir ja an Schiffe und so rankommen. Lord Vryker, our invasion fleet draws nigh to Talon. Once they've established a foothold, we can begin our conquest of Tinchar. Acknowledged. Remain watchful. I will not tolerate it. Der erinnert mich so ein bisschen an Thanos. This is the first step. Your destiny unfolds to glory. There is little glory in escorting transport ships while the Aegis Ocularis burns. Patience. Like a fortress, glory must have solid foundations. This escort mission is but the first step on the path. The convoy's course would seem to cross that of a migration of plasmic medusae. We have wasted enough time without making needless diversions. There is danger here. Medusae are highly unstable and will explode upon making contact with one of our vessels. They shall not have the chance to do so. Drive to combat speed. I have practice for our gunners. Plasma Medusen. Feuer. Glory to the gods. We have detected an Ultramarines fleet on the outer.
outer edge of the Medusai Shoal. Gulliman's weaklings so close to the Eye of Terror. Schwächlinge, jawohl. I sense opportunity to repay old debts. All ships to battle stations. Traitor vessels! You face the sons of Makrak, the avengers of 100 despoiled worlds. Yield, and I promise a swift death in the Emperor's name. Save your breath, Kerr. Mercy is not yours to offer or receive this day. We shall see. All vessels move to engage. Oh, das sind aber ein paar Signale, die da auf uns zukommen. Lorgar and the Dark Gods, you will find no victory here. Have a care. Do not let old wounds blind you to your purpose. The transport vessels must reach their destination. Abfangjäger, Abfangjäger. Seitlicher Beschuss auf diese Plasma-Scheiße. Okay. Da sind sie auch. Steuern kann ich die nicht, scheiße, ey. We are unstoppable! Setting course! Oh. Verfolgen uns. Cruising speed set. Scheiß Enter-Torpedos. Moving to those coordinates. Feuer. Scheiß Space Marine. Wir versuchen durchzubrechen. Auch ihr zeitlicher Beschuss. Let the galaxy burn. As the Warmaster wills! Engines hot! Na los, Energie! As the Warmaster wills! Oh, die fahren voll rein! Scheiße! Wir müssen mal ein bisschen aus dem Weg hier. Verdammte scheiß Space Marines. Das Schlimme ist, wir müssen eigentlich am Ball bleiben, ne? Nee, es reicht nicht. Break them. We are unstoppable. Verdammte Axt, wir sind überhaupt meine Schiffe überall. Break them. Setting course. Feuer. What a dark gods. Wir müssen jetzt wieder frontal denken. Hier, hau den da mal weg. Das sieht echt schlecht aus. Gleich hinten. Ja, gut.
Weg, mein Freund. Los, Rammmanöver. Es leben viel zu viel von diesen kleinen Schiffen. Ich glaube, das Verkacken war voll. Ah, Antrieb hat er kaputt gemacht. Sausack. Missionsziel erfüllt, haben wir Glück gehabt. Das war jetzt echt kein Können. Das war echt reines Glück. So. Habe ich überhaupt noch Schiffe hier? Oh, die kommen ganz schön nah. Moving to those coordinates. Let the galaxy burn. Oh, den hat er auch weggefegt. Na gut. Ich glaube, viel bleibt hier nicht mehr übrig. Nur auf den Kleinen, damit er auch in dem einen Geist aufgibt. Und können wir da vielleicht? Nein, können wir noch nicht. Wir warten noch ein bisschen. Dann müssen wir das Schiff vielleicht nicht versenken. Können wir es noch vielleicht noch behalten? Ah, zum Einstieg wieder, das ist doch ein bisschen zu heftig für mich gewesen. Los, dreh dich! Bleib mal bei denen da. Notsprung. Oh, Generator beschädigt. Das ist nicht gut. Geh erstmal auf den Kleinen, der geht mir sowas auf den Nerven. Die Galaxie reparieren. Oh, Qualle von rechts. Aber wir können nicht weiter. Weg hier. Und er steuert auch in die Qualle rein. Das ist natürlich hervorragend. Oh, Front und Feuer. Nicht mein Schiff beschießen, hat er gemacht. Egal.
Und ich habe noch mal einen Schuss gerammt. Hervorragend. Cruising Speed Set. So, fast die ganze Flotte zerstört. Verloren, meine ich. Unzerstört, die feindliche. Läuft doch schon mal super fürs Chaos. Du kannst wieder seitlich beschießen. Naja, versuch doch mal, Harakiri. Ah, kam nicht mehr durch. Gods favor you. Our transport vessels are clear of the battle and proceed towards Tyloth. Excellent. The Astartes fleet is dust. Their blind loyalty to the corpse emperor repaid with death. My appetite for slaughter is barely whetted. The coming days promise slaughter enough to satisfy your every craving. You need only have patience. Ja. Das war, würde ich schon fast sagen, knapp. Ging aber noch. Ich glaube, so wie das Schiff aufgebaut ist, kann es gut rammen. Sieht doch cool aus, wie es so ein bisschen vorne glüht, als ob es verschmolzen ist. Aber gerade am Schmelzen ist. Ich bin mal gespannt, was jetzt unsere hier Aufgabe in der Kampagne ist. Ob jetzt alles, ob sie das komplette Universum besiegen müssen oder nur die Sachen, wo halt das Imperium ist. Keine Ahnung, Cardia oder so. Has fallen. Oh, Cardia ist schon gefallen. The servants of the false emperor forges ever on. How may I serve the gods? The Black Fleet is thick with ambitious warlords. They know little loyalty to Warmaster Abaddon. And pay but lip service to the gods. The time is coming when Abaddon will depend upon you as no other. But only if you prove yourself. I shall not be found wanting, Malevolence. Good. Strike now. Carve yourself a domain from amongst these squalling stars. My agent within the Imperial Navy will assist you in this matter. Lord High Admiral Dran? Yes, Malevolence. Is Admiral Spire contained as I commanded? Indeed, Malevolence. Even now, the hero of the Gothic War wastes his might on insignificant battles in the Cadian sector, leaving your forces free rein elsewhere. Are you certain of this? The early stages of this onslaught are vital. Spire's presence in this sector would prove problematic, if only for the false hope it would seed. It is truth, I swear to you. You need not concern yourself with Spire until you choose to do so. Good. Your loyalty will be rewarded, Admiral. Warlord Vryken, I suggest you focus your attention on Chinchar. Its peoples cry out for spiritual guidance and freedom from the false idols of the glutted Imperium. It shall be as you say, Malevolence. So, Zusammenfassung. Ne, das brauchen wir jetzt nicht. Und ja, die Menusen kennen wir ja schon. Ach, wir können uns jetzt hier bei 4 Göttern quasi einschleimen. Und das bringt uns dann mal irgendwie bestimmt einen Vorteil bei jedem. Haben wir überhaupt einen Punkt gerade frei? Nee, ne? Also 400 Punkte. Können wir noch irgendwas rekrutieren? Nee, ne?
Na gut, wenn wir beide da angreifen, sollte das ja klappen. Dann machen wir das doch gleich. Nummer 1 und Nummer 2. Sind wir bei 500. Mal zerquetschen. Bastionskampf. Keine Verteidigung. 600 Führungspunkte sind erlaubt, das heißt, wir schlagen voll zu. 333 Verfluchte. Aha. The Imperium of Man. A galaxy-spanning empire in decline. Once humanity stood on the brink of taming the stars, a golden age of light and glory beckoned. But men have ever been prone to temptation and lured to stubborn pride. Now the Space Marines, intended as the vanguard of mankind's ascension, fight ceaselessly to prevent their father's work sliding into ruin. The Adeptus Mechanicus, custodians of wondrous technology, take to the stars in hope of unearthing lost secrets from the very darkest of ages, and to impose the Omnissiah's will upon a scattered galaxy. But nowhere is the Imperium's might more plainly seen than in the vessels of its star-spanning navy. As war rages, colossal warships slip anchor to smite the foe with the righteous fury of the faithful. Such vessels are both Imperium's stalwart shield and gleaming spear, shining in the impenetrable dark of space. It takes more than a man to command such a warship. It takes a hero, strong in will and unflinching of purpose. Without such heroes, the Emperor's light would surely wane. Admiral Spire is one such hero, forged in the hallways of the vaunted Schola Progenium, tempered in the cursed days of Abaddon's 12th Black Crusade. Long has he been lost, but now, freed from the Immaterium's clutches, he returns to shed his blood in the Emperor's cause once more. Any who seek to sweep mankind from the stars must first reckon with Spire. Many have sought his head. All have failed. But one hero alone may not be enough to change the Imperium's fortunes. It will take thousands, even millions, for mankind to reclaim its footing in the Eye of Terror's gaping maw. And millions more to hold it. Such a task will not be easy. Cadia is demon-hunted rubble, and the Imperium itself is scarred, torn in two by the Cicatrix Maledictum. But it is the nature of heroes to triumph in adversity, and of faith to flourish in the dark. Ja, das waren die Space Marines, wer sie noch nicht kennt, ne? Oder das Imperium besser gesagt. Und ich glaube, jeder, der sich irgendwie mit Warhammer 40k oder so auseinandersetzt, der kommt natürlich an das Imperium nicht vorbei, ne? Also, das ist so immer die erste Fraktion, die quasi jeder kennenlernt. Und auch meistens anfängt zu spielen. Oh, da ruckelt es aber gewaltig in der Kiste. Oh, die Tau-Symbole oben sind weg. So, übernehmen Sie die Kontrolle über das Gebiet und sammeln Sie Siegespunkte. Ach so. So eine Mission ist das. Haben wir ja auch schon länger nicht mehr gehabt. Machen wir es auf die klassische Variante. So, du bist Nummer 2. Du bist Nummer 3. Und ihr seid meine Nummer 1. Bereit aufstellen. Bereit, Nummer 1. Frontal. Engines hot. We stand ready. Gas. Nummer 3. Gas.
Your orders? Cruising speed set! We stand ready! Reporting! Auf alles schießen, was sich bewegt. Ich müsste mir echt mal durchgucken, was jetzt hier so sein großer Vorteil ist. Die Spitze sieht echt gut aus. Also damit könnte man doch bestimmt gut Schabernack machen. Show us our victims! Maschinenstopp. Retros activated! Ich weiß nicht, was es war, es fliegt auf jeden Fall zurück. Cruising speed set! For the ruinous powers! Drei Signale. The enemy has seized a strategic area. Haben sie fein gemacht. Der ist auch dabei. For the War Master! We'll follow your command for now. Sonden oder so haben wir ja nicht, ne? We stand ready! Wir haben einfach nur keine Torpedos, nichts. You have seized a strategic area. Ich glaube, you have seized a strategic area. Nicht, dass die jetzt runterfahren zu unseren zweiten. Reporting. Geh mal in den Nebel. Und Nummer 2. Hol dir den. Your orders. Ach komm. As the War Master wills. Kümmern wir uns erst um den einen da. Ne, die sind alle da. Okay. Enemy ship sighted. Enemy ship sighted. Wo sind doch 4, 5 Signale. Dann Nummer 3. We stand ready. Hol dir den Punkt. Set engines to full ahead. Nummer 1 braucht ein Schild und muss gerade kämpfen. For the War Master. Feuer. Ups, nein. Den einfach beschießen und ich will nur das große Schiff haben. We are unstoppable! Warp strike successful, Master! Jetzt fährt er mir in den Weg hier, ja? Du Horst! Setting course! Dreh um! Reporting! Moving to those coordinates! Nein! Cruising speed set! Show us our victims! We stand ready! Reporting! You have seized a strategic area. You have accumulated 25% of strategic points. Your orders! For the ruinous powers!
for the War Master! Your orders! Show us our victims! For the ruinous powers! We stand ready! Aber das kann nicht sein, dass dieses kleine Popelschiff da endlich mal nicht kaputt geht. Prepare my ship or else! Reporting! Ah, der eine ist gleich weg. Show us our victims! Oh, ab. Ein Trupp verloren. Okay. Nur du, Rückzug. The enemy is seizing one of your strategic areas. Vengeance will be ours next time. You have accumulated 50% of strategic points. For the War Master! Ah, mein Hauptschiff, ficken die ganz gut durch. Enemy ship sighted! Ah, jetzt kommt da wieder der andere. We'll follow your command for now. Enemy ship sighted. You have seized a strategic area. Versuchen wir ein bisschen Truppen ranzukriegen. Die haben sowas nicht. Reporting. Your orders. Master wills. You have accumulated 75% of strategic points. Oder brennt's an Bord? Enemy ship sighted. Und we stand ready. Reporting. Boarding attack successful, Master. For the War Master! Our minions rampage through their ship! Mal hier was verrecken, Mensch. Enemy ship sighted! Repair that damage at once! You are close to victory by strategic points. Show us our victims! Tear
Tear them apart! Kriegen sie einfach nicht tot. For the War Master! The enemy is seizing one of your strategic areas. Irgendwo habe ich noch einen vergessen, verdammt. We stand ready for the dark gods. Engines hot. Mal nach Punkten haben wir gewonnen. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden irgendwie. Aber vielleicht fehlt denen einfach irgendwie Torpedos oder irgendwas, wo wir mehr mitreißen können. Ich weiß noch nicht, wo die Stärke vom Chaos ist. Also sie hatten, bin ich der Meinung, immer ein bisschen mehr ausgehalten. So jetzt nach diesem Spiel hier habe ich immer so das Gefühl gehabt, die größeren Schiffe, die haben echt viel Schaden gefressen. Ja, mein Flaggschiff ist fast zersäbelt. Dämonische Belehrung. Säckt den Mut des Schiffes bis zum Ende des nächsten Zugs. Okay. So easily does Qin Sha fall. The gods ah, not ja. You. So leicht for nicht. I am honored to be their vessel. As you should. This system is almost ours. Even now, my dark apostles rouse the populace to fervor. Imperial crews turn upon one another in glorious uprising. But greater tests await. Die Zunge gut slanisch oder? Ja, slanisch. Nörgel, okay. Das heißt, wenn man die irgendwie. The gods see your efforts and are satisfied. Hold their interest. Perform dark rituals to the gods of the worlds you seize. And you will be justly rewarded. I live to serve the four. And serve them you shall, but not alone. Your dedication to the gods draws their foremost champions to your banner. Choose well who serves you. And remember always that one serves his patron god above all. I understand, Malevolence. Then make your selection from those gathered before you, and choose wisely. Gunst der Götter. Malus hat durch seine letzten Aktionen im Sektor die Aufmerksamkeit der Götter erhalten. Durch seinen Erfolg und seine Hingabe zu den verderbten Mächten hat er es geschafft, die größten Champions für seine Sache zu gewinnen. Erhalten sie durch die Gabe des Götters einen gekennzeichneten Admiral. Okay. Maskierte Flotte. Durch das Aufwenden von Gaben des Chaos können sie Admiräle aus den berühmten Orden rekrutieren. World Eaters, Death Guard, Emperor's Shield, Thousand Suns, yes. Um eine neue Flotte zu erstellen, wählen sie ein Kontrollis. Okay. Wir haben einen neue Flotte. Das sind Renegaten. Markierte Legion. Das ist dann Nurgle Power. Alpha Legion, ich habe gerade überlegt, die kommen mir so bekannt vor. Wer war denn das? Alpha Legion. Iron Warriors. Ach, ist das schön. Night Lords. Ah, Black Legion. Wo sind meine 1000 Suns? Ich wollte jetzt 1000 Suns. Ach, hier. Markierte Legion. Oh, was bringt die denn hier? Alles. Ah, das sind so Schwärme, ja? Feindliche Schiffe. Das ist so ähnlich wie bei den Tyranniden, denke ich mal. Plasmabombe.
Der hat dasselbe quasi und dafür einen überladenen Schild. Word Eater. Ne, gar nicht. Korn. Korn, Motherfucker. Blutvergießene Truppen. Das Schiff. Für 10 Angriffsaktionen auf das Ziel. Oh, 10 Stück. Das ist natürlich nicht schlecht. Da werden die einmal richtig durch. Naja. Was bringen die? Das ist jetzt Emperor's Children. Ah. Die Mettler. Die Musiker. Verheißung der Slanisch. Erzeugt eine Welle des Verderbens. Die vom Schiff aus jene Richtung. Ach nee, das ist sowas ähnliches hatten wir ja schon bei den Tyranniden. Das hat jetzt nicht so. Panik. Bei den kleinen Schiffen, bei den großen eher nicht. So, die 1000 Suns. Wind des Wandels erzeugt eine Wolke in einem Radius von 5000 Einheiten rund um das Schiff. Die Wolke bewegt sich mit dem Schiff und verschwindet, wenn dieses Schiff zerstört wird. Verbündete Schiffe können sich in der Wolke verstecken. Genau wie in gewöhnlichen Gaswolken. Ach so. Also wir sind da eine wandelnde Tarnung. Ich bin mir jetzt sowas von unsicher, was ich nehme. Oh, der hat. Das ist auch immer gut. Dieser Mikrosprung. Das ist auch eine super Fähigkeit. Was hat der? Dämonisches Ritual. Stellt je nach Schiffgröße einen Truppensatz bereit. Verstehe ich nicht. Aber gut. Ah, fuck it, ey. Ich weiß nicht, was wir nehmen sollen. Das mit dem Nebel kann cool sein, wenn die KI drauf reagiert. Na, also eben nicht drauf reagiert, weil es ja uns nicht sieht. Das heißt, man kann immer so ein, zwei Schiffe zum Anlocken und dann so vielleicht. Oder vielleicht kommen wir auch näher an die Verteidigungsstellung, indem sie uns dann sieht. Durch den Nebel. Weiß ich nicht. Vom Bild her sieht er cooler aus. Diese Eule gefällt mir irgendwie nicht, aber der hat Plasmabomben und ich bin ein Freund der Plasmabomben. Ja, die mit dem Schrei, das ist. Es gibt ja Missionen, da müssen wir sie ja töten. Da bringt es ja nichts, wenn wir sie quasi wegschreien. Das ist, Und die Kornberserker halt mit diesen 10 Nahkampftruppen einmal rein, vielleicht das Schiff rammen, dann 10 Leute rüber, dann ist das Ding. Da kriegen wir eigentlich große Klötze mit zum Fallen. Ja, und der Schwarm, das ist. Also, ich hätte gern alle drei. Die 1000 Suns mag ich. Und Nurgle, das sind eigentlich so meine Lieblings-Chaos-Dinger. Korn ist auch nicht schlecht, mein Gott. Die sind eher weniger mein. Ich fand nur die, hier gab es so alte Modelle. Ich weiß nicht, ich habe da die mit ihren komischen Gitarrenwaffen. Ich finde die cool. Aber ich fand den Orden und die Farbe ist auch nicht meins. Aber naja. Ansonsten. Okay, ich nehme die erstmal raus, weil ich nicht weiß, was dieser Nebel bringt. Wie gut das funktioniert. Hält nur 45 Sekunden lang. So. Ach komm, lass mal weg. Nur noch ihr beide. Tut er auch Verbündeten weh? Rund ums Schiff, bla bla bla, ignoriert Panzerung. Verbündete Nörgelschiffe, die sich im selben Radius gewinnen, 2 Rumpfpunkte pro Sekunde. Dieser Effekt hält 45 Minuten. Ein Schiff kann nicht von. Ah, scheiße, ey. Ich nehme Korn. A wise choice.
bound by chains of loyalty and marked by the divine, he will serve you well in the months to come. I look forward to witnessing his capabilities once battle is joined, Malevolence. Und gleich Ruhmstufe 2. Und wir dürfen schon größere Schiffe. The gods' attention is fickle. Should you wish to hold their gaze, you must make an offering worthy of notice. Subjugate a captured system. Let sacrifice and ritual blaze across the stars. Such has always been the Wordbearer's way. Let the worthy embrace the truth of chaos, and the weak feed the flames. Good. Then it remains only to choose the nature of your offering. Let the ritual begin. So, ich glaube, das machen wir erstmal nächstes Mal weiter. Ja, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare und lasst ein Like da. Ansonsten haut rein, bleibt dem Chaos treu. Ciao!